Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Warum bin ich denn jetzt schon wieder hier am Landen auf Coruscant? Naja, der Grund dafür ist, weil ich einfach mal gucken wollte, ob ich zu einem anderen Planeten reisen konnte, ne? Und ja, konnte ich. Habe mich ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie sehr der Meinung war, dass man weiß ich nicht, dass man nicht irgendwie zu einem anderen Planeten hingehen kann, wenn man gerade in der Story ist. Aber anscheinend kann man das, ne? Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier so alles abläuft dann immer, ne? Und ja, weiß ich nicht. Es ist eine Freude, euch. Darum bin ich. Okay, bin ich mal schon geredet, ne? So, kann ich nicht einfach mit dem Taxi jetzt hier reden? Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation noch. Dann folgen wir ihn nochmal, ne? Ich weiß nicht genau, warum ich. Obwohl. Weil ich hatte nämlich geplant, dieses Podrennen nochmal offscreen zu machen und dir dieses eine Minispiel mit dem Bongo, ne? Weil ich könnte schwören. Ich meine, diese Sachen, die können wir ja eigentlich offscreen machen, ne? Würde ich sagen. Was ist da denn? Das ist so. Das ist eine Jedi-Statue. Wer soll das denn sein? Aber wo Statue? Guck mal, direkt mal hoch, ne? Guck mal da hoch. Kann man da hoch? Ja, ich dachte, da muss man wieder hier so ein Springer haben oder was auch immer man da braucht. Ja, okay, wollte schon sagen. Ich mir bestimmt schon längst geholt. Also ja, ich muss noch irgendwie so den Lauf von diesem Spiel herausfinden. So, ah, wann kann man überall hin? Wann kann man irgendwie Charaktere wechseln und so, ne? Ich habe nämlich erst gedacht, irgendwie, wenn wir hier fertig sind mit Coruscant, dann können wir ja irgendwie überall hin, ne? Weil wegen, keine Ahnung, jetzt haben wir wieder feste Charaktere und so, ne? Deswegen habe ich gedacht, jetzt können wir eigentlich nirgendwo hin, aber ja, anscheinend doch, ne? Wir sind da. Diese Transporter bringen uns, wenn ihr bereit seid, kommt dann mal. So, an dem Punkt waren wir ja schon, ne? Ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal. Steig ein. Wo müsst ihr hin? Ich habe ehrlich gesagt das Spiel geladen und Palpatine stand da gerade wieder, ne, davor. Also und ich war wieder da, ne? Also so weit war ich dann auch in ihm. Oh, guck mal hier. Senatsgebäude auf Coruscant. Lass mal da hingehen. Also nur zwei, drei Sachen haben, die werden wir ja wohl finden, ne? Also ja, ich muss noch irgendwie so herausfinden, wie das hier so abläuft, ne? Wann ich überall hingehen kann. Und so, ne? So, den Rück muss dieses Spiel jetzt herausfinden. Aber keine Ahnung. Wir werden schon irgendwie herausfinden, ne? Hey, da ist wieder der Dings hier. Kann ich mit dem reden? Wahrscheinlich nicht, ne? So, habe ich nicht mit Obi-Wan mit ihm geredet letztens? Oh, du hast mich gefunden. Coruscant besteht aus vielen, vielen verschiedenen Schichten, die allen übereinander gebaut sind und jeweils eine Vielzahl von Bezirken umfassen, wie eine große Städtezwiebel. Okay, ich tue da irgendwie was vorantreiben. 3 von 33. Muss ich ihn auf jeden Planeten oder irgendwie so oder in jene Story-Dinge erfinden? Wahrscheinlich, ne? Okay, was sind diese Dinger hier? Okay. Haben wir die mal auf der Karte angezeigt? Verdächtig. Oder ist sogar eine Nummer, sehe ich gerade. Verdächtig. Na gut. Mal durch den Stein. Jawohl. Die ganz dunkle Seite. Da kommt schon ein paar Dinger kaputt, man, also nicht hier als dunkle Seite. Das ist auch keine dunkle Seite, die ich hier mache.
So, ich dachte, hier sind nur so ein paar Sachen. Oh, sind da nur. Warum sehe ich denn hier so viele Sachen? Ach, das waren alles. Ah, okay. Die ganzen Lampen waren irgendwie da markiert. Okay, ich wollte schon sagen, ich habe so viele Dinger hier gerade gesehen, ne? Obwohl hier nur so zwei oder drei Sachen sein soll. Da war jetzt das hier. Oh, okay. Ja, da. Warum bist du so komisch? Na, ich muss sie noch einmal drücken. Sagen wir doch. Ich brauche noch einen Knopf, da ist einer. Da muss ich nur drauf gehen, ne? Okay. Das ist noch easy. Ich sehe gerade ja meine Nummern. Habe ich die gerade ganz zufällig in der richtigen Nummer gedrückt? Ich glaube ja, ne? Ja, erst eine 2. Ich habe die ganz zufällig in der richtigen Nummer, in der richtigen Reihenfolge gedrückt. Aha, haha. So, ich glaube, hier haben wir alles gefunden, ne? Zum ersten Mal. Ich meine, hier waren nur so ein paar Sachen. Hier war noch ein Charakter irgendwo. Weiß nicht genau, was das bedeutet, ne? Kriegen wir ja einen Charakter freigeschaltet. Muss ich dafür eine Quest machen? Aber ich glaube, wenn ich in der Story weiter bin, ich weiß es nicht. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Ah, da seid ihr ja. Seid ihr bereit für die Sitzung? Da bin ich, ja. Schön. Rot. Blau. Irgendwas ist da verdächtig, wenn ich nur wüsste, was. Egal. Level starten. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik, hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! Ich habe beschlossen, nach Naboo zurückzukehren. Bitte, Euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Wir sind da gerade geflogen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geht mit der Königin nach Naboo und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss die Zukunft des Jungen ist. Wie Cutscenes in diesem Spiel, ne? Denkt ihr wirklich, wir können Boss Nass dazu überreden, uns zu helfen, Eure Hoheit? Welche andere Wahl haben wir? Ich bin überzeugt, dass wir es können. Ihr sie kennen Boss nicht wie mich. Er ist stur wie Famba. Aber wir müssen sogar zurück zu denen. Ja, wir müssen so oder so in Naboo, ja. So, aber hier waren noch. Hey! Was ist hier noch angezeigt? Hallo? Keine Ahnung. Haben wir Jar Jar bei uns im Team schon wieder? Hör auf mir hin. Ach ja, Anakin ist jetzt hier, ne? Ne, Quatsch, ist er nicht. Der kommt doch mit auf Naboo. So. Ein Schiff fehlt mir doch, was? Wohin soll es heute gehen? Wo finde ich denn das? Geh die Tempel. Lass mal da hingehen, ne? Eine schöne Reise. Warum denn nicht, ne? Oh. Immer, werden wir diese ganzen Orte ja sowieso noch mal besuchen, ne? Nehme ich an. Ich nehme an, die Level tun sich dann alle überschneiden oder so, ne? Hey, was geht? Wer bist du? Für eine Gruppe, die behauptet, den Frieden zu wahren und Meditation zu praktizieren, lieben diese Jedi ihre Laserschwerter schon. Ja, ich dachte, diese Konversation wird in eine ganz andere Richtung gehen. Alles. Meinst du das hier?
Also das hier. Meine Laserschwerter sind richtig cool. Also warum nicht, ne? So, was ist diese Karte? Okay, wir schauen uns mal ein ganz kleines bisschen auf. Coruscant um. Und dann Eiscreme. Guck mal. Schön. Weil wir werden wahrscheinlich sowieso irgendwann hier hingehen, aber warum nicht, ne? Da kann ich nicht rein. Noch. Ja. Bin gespannt, wie das hier so ablaufen wird, ne? Wenn man, wenn sich die Episoden so überkreuzen und so, ne? Na, was soll das sein? Wer weiß nicht. So, irgendwie ist ja nichts bisher. Ja. Die Archive. Sind sie komplett? Jetzt ein bisschen blauer aus als der Rest. Okay. Kann ich Charaktere wechseln? Auch guck mal hier. Guck mal hier. Ach du mich. Ah, jetzt können wir hier zwischen alle Arten von Sachen wechseln. Okay. Na, hallo. Genau so hatte ich halt geplant. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich nehme an, ich muss erstmal alle Charaktere auf freischalten. Oh, gar nicht hin. Du beliebst zu scherzen, oder? What? Was noch zum Schießen, oder? Ja, was zum Schießen. So, jetzt habe ich hier wieder eine größere Auswahl. Ich würde da gerne mal, keine Ahnung, Padme reinpacken, ne? Hier eine Knarre. Ich kann auch irgendeinen anderen Charakter hier reinpacken, aber warten wir erstmal, ne? Meine ganzen DLCs-Charaktere, die ich habe. Leia klassisch. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Die sind alle so komisch. Also komisch jetzt sortiert, ne? Was ist ein Padme? Hallo? Padme? Leia? Ja, wir sind alle alphabetisch, okay. Also hier irgendwo. Padme. Nein! Steuerung ist noch so ein bisschen, ich weiß, ich sag's die ganze Zeit, aber mein Güte, ey. So. Ah, ja. Jeder rennen, okay. So. So, jetzt will ich. Nein. Einmal das abschießen bitte. Muss schon sagen. Ja, da stell ich jetzt genau dahin, ne? So merkwürdig, ne? Dass das irgendwie seine Funktion ist, das sagt irgendwie so sein Skill ist in diesem Spiel, ne? Sich so aus dem Nerd zu machen. Ey, ein Druide. So, nun. Oder, ja, hallo. Hallo. Was ist jetzt da drin? Was ist da drin? Oh, guck mal hier. Ne. Das ist aber auch, worauf ich schießen musste, ne? War jetzt da drin? Ja, war doch alles, oder? Da bin ich jetzt ganz doof.
Okay, keine Ahnung. Was ist unangenehm? Um Hilfe zu bitten, zeugt von Stärke, nicht von Schwäche. Okay, das war merkwürdig. Gut. Weiter geht's. So. Was noch? Wo war ich denn noch nicht? Hier war ich noch nicht, ne? Oder bin ich von da gekommen? Ne, von da bin ich gekommen, ne? Mir finde ich ja wenig. Der Salat. Take a seat. Ja, mir finde ich ja nichts. Hier soll irgendwie acht. Hier soll irgendwie so acht Dinger sein. Irgendwie finde ich ja gar nichts. Spiel lügt mich an. Liar. Gut, dann nehme ich auch nicht. Kann ja noch nichts machen. Ne? Alles klar, gut. Dann weiß ich nicht. Auf, hier auf Coruscant haben wir noch ein paar Sachen nicht gemacht. Ne, da ist noch irgendwie was anscheinend. Oh hey. Habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Ich komme ja auch nach den Dingern hier orientieren, hier durch diesen, diesen Auren, die ich immer sehe, ne? Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein. So, je Tempel 1 von 8. Sagt uns einfach, wo es hingeht. Senatsgebäude auf Dingens, Wohnbezirk Ost. Das sind alles die gleichen Orte, ne? Genau, nein. Schauen wir uns noch ein bisschen um und dann machen wir weiter ein bisschen, ne? Von der Bo habe ich irgendwie noch nicht alle Dinger gesammelt hier so. So, jetzt kann ich auch die Charaktere wieder wechseln. Ne? Jetzt haben wir wieder. Ich sollte meine Erkundung immer erst machen, wenn ich irgendwie alle Charaktere wieder zur Auswahl habe, ne? Weil sonst bringt das hier irgendwie nichts. Ne? Ich habe hier mit den 4 Charakteren, ich bin mit 2 Jedis. Padme, die Königin meine ich, und dann Anakin hier rumgesessen und ich konnte ja nicht viel irgendwie was machen, ne? Also versuchen wir das Ganze noch mal, ne? Also ich muss mir so einen Rhythmus hier angewöhnen, ne? Wo ich als nächstes hingehe, wann ich das mache und so, ne? Und so was für einen Zeitpunkt ich das mache, ne? Sonst ist das ein bisschen Zeitverschwendung hier. Jetzt mich zum Beispiel mal. Ja, du bist schon hier. Und vielleicht, ich bin gerade voll nah an meinem Mikrofon. So. Nehmen wir mal sie hier. Dann setzen sie mit sie hier, ne? Republik für Demokratie. Verzeihung, ich ließ mich mitreißen. Na, keine Ahnung. Wenn alle Charaktere zur Auswahl haben, dann wird halt erkunden natürlich ein bisschen einfacher, ne? Ja, fürs Erste müssen wir erstmal Charaktere freischalten, ne? Hier war irgendwo was, wo ich irgendwie was abschießen konnte, das weiß ich noch. Aber wie? So, also, ja, ich weiß wie, aber vor letztens konnte ich ja nicht machen. So, was hat hier vom Bonsai Garten? Also Kunden, muss also Kunden, bro. Ich frage mich, ob das irgendwie Spaß macht zuzuschauen. So, ich stelle mir ja ziemlich langweilig vor. Ich habe den Spaß meines Lebens, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag es irgendwie so, so Sachen zu sammeln. Ich das macht gerade richtig Laune. Aber zuzuschauen könnte ich mir halt irgendwie sehr langweilig vorstellen. So, hier waren wir glaube ich schon mal, ne? Hey. Grüner Druide. Hier. Das habe ich nämlich. Ja, Schatzsuche, nicht wahr? Nun, legt die Karte weg und zückt eure Portemonnaie, denn ich habe hier einen glänzenden Stein, den ihr kaufen könnt. Okay. Oh, meinetwegen. Super, er gehört euch. Wenn also jemand nach ihm sucht oder es verflucht ist oder sowas, dann ist das jetzt euer Problem. Okay. Okay, einfach kaufen,
Warum nicht, ne? Was sammle ich die ganzen Dinger, ne? Mal so eingekauft. Ich glaube, da kann man, ich glaube, man kann die auch so irgendwie kaufen, einige Dinger, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Mal gucken, aber es ist kaum vorstellbar, aber vor tausenden von Jahren wäre die Oberfläche von Korussand kahl gewesen. 5127 Schichten später ist der Planet eine Art riesige Zwiebelstadt. Schon wieder. Ich habe den Begriff vorher noch nie gehört. Jetzt höre ich den schon zweimal. Das ist merkwürdig. Heute wollen aufhören damit. Also ja, diese ganzen Ringe hier auf dem Screen, ich habe die schon sehr lange irgendwie ausgeblendet. Sehe die schon gar nicht mehr. So, hey, guck mal hier. Hier habe ich so ein Ding schon mal. Und die werden mir doch auf der Karte normalerweise angezeigt, ne? Ich will eigentlich nur mein Lichtschwert da und wegstecken, ne? Ja, hier ist so ein Ding. Hallo? Kannst du das Ding mal aufmachen? Sicher. Eine Tasse Rindentee auf der obersten Ebene kostet ungefähr so viel wie ein Haus auf der untersten Ebene. Aber diesen schönen Himmel zu sehen ist einfach unbezahlbar. Wortwörtlich. Es ist unbezahlbar. Ich verstehe es. Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr nützlich sein. Oh, hey, guck mal. Mache dich auf. Ich muss das hier auf, ne? Ja. Raja, tragen. Also tragen. Nehmen. Und hier ist noch so ein Ding. Schön auch irgendwo brauchen. Wo war das Ding? Ja, oder? Nee. Oh, was? Ich habe es gerade gesehen. Wo warst du, Kollege? Ich habe dich gerade gesehen. Ich werde dich hereinpacken, da. Einstecken. Die Tür auf, ne? Boah. Aber hier. Oh. Jaja, behalten diesen Hiesen. Glänzen wunderbar. Stimme kommt mir so bekannt vor, ne? Nein, es ist nicht die Originalstimme von Jaja. So viel ist schon mal sich. Kommt mir bekannt vor, die Stimme. Okay, nee, da ist die Hauptquest. Verdammt. Hier ist noch irgendjemand. Will jemand reden? Ey. Ja? Du nicht? Okay. Und schon jetzt was. Wir werden irgendwann auf der Karte angezeigt. Na gut, dann nicht. Wahrscheinlich immer mehr, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich die Parts alle nennen werde. Keine Ahnung, irgendwie. Soll ich je nach die Planeten einfach benennen, wo ich rumlaufe? Ich tue meistens immer eine halbe Stunde hier auf einem Planeten rumhocken. Dann die nächste halbe Stunde mache ich die Story weiter. Irgendwie so läuft das hier ungefähr mal weiter. So läuft das hier immer ein bisschen ab, habe ich so ein Gefühl. Oh, da oben ist das. Oh, guck mal hier. Ah, da kann ich nicht hoch. Verdammt. Ich brauche mal Schrottsammler. Schrottsammler braucht man dafür, ne? Ich brauche mal so einen Charakter. Also der einzige Schrottsammler, der mir jetzt einfällt, ist hier Ray. Ja, das ist Episode 7. Kann auch ein bisschen dauern. Seid ihr wegen dieses Audi-Taxis hier? Das ist stimmt, die Quest. Gebäude da. Ich wollte gerade hingehen und denen die Leviten lesen, aber ihr seht viel mutiger aus als ich, also überlasse ich euch den Vortritt. Oh, wie nett. Hier hinten wieder was Schönes. Ja, oh, ich sehe auch schon. Okay, ist auch einer. Das dauert nur einen Moment. Wo bewegst du dich automatisch? So. Mal hier runter. Boom. Dann du auch. Ja.
Was passiert? So, war das richtig? Ich weiß auch nicht. Also was war so etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Stimmt gar nicht. Also hast du als Kind irgendwie viele von diesen Kaiba-Dingern irgendwie eingesammelt? Wohin wollen wir als nächstes? Uns steht die ganze Welt offen. Entschuldige, was? Was willst du denn? Wenn du mit diesem total krassen und garantiert nicht gestohlenen Luxustaxi fahren willst, wird das teuer. Und dann auch noch in der Stoßzeit? Das wird richtig teuer. Bei der Luxustaxifahrt zahlen. Dann verzieh dich und belästige uns nicht. Ja, ich muss sogar dafür bezahlen. Was willst du denn? Okay. Klasse, dann sind wir im Geschäft. Und unser Geschäft ist es, Leute fertig zu machen, die mehr Geld als Verstand haben. Okay. Los, Jungs. Taxi-Dieben. Was passiert hier gerade? Zum Weg. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Das ist Wagen. Ich kann ihn auch so zerlegen. Sehr cool. Ja, war ziemlich doof von dir, ne? Du hättest einfach irgendwie Geld einstecken können und sagen können, alles klar, ich bin jetzt dann weg, ne? Viel Spaß mit dem Taxi. So, ey. Ich wurde wiedergewählt. Oh ja. Es wird sich lehren, dich nicht überall einzumischen. Luftraum. Keine Sorge, Boss. Ich komm schon. Nein, du Idiot. Nicht runterkommen. What? Mir reicht. Ich bin raus. Einmal auf. Einmal Ruhe. Einmal Ruhe. Aggressive Verhandlungen. Ja, ist voll gut, dass ich einfach so durchwirbeln kann. Ist das etwa? Dass man meine eigenen Kollegen erledigen kann. Ich keine Konsequenzen dafür gibt. Mein Taxi! Ihr habt es gefunden! Mehr will ich auch gar nicht wissen. Aber vielen Dank auch. Ich bringe das besser zurück in die Garage, bevor der Chef merkt, dass es fehlt. Ist nicht das erste Taxi, das mir geklaut wurde. Sollte vielleicht nicht immer den Schlüssel stecken lassen. Du Idiot. Also, wenn es nichts ausmacht, bin ich da mal weg. Jede Menge Schotter verdienen. Ja. Luminara und Duli. Jedi. Stimmt, wollte schon sagen. Sah aus wie so ein Charakter. Jedi. Wo ist sie? Na, Ahsoka. So wenig Jedis gibt's noch? Muss sie denn? Ja. Ah. Warte, ich muss sie trotzdem noch mal kaufen. Bekack. Ich dachte, ich krieg sie so dann direkt. Da voll die Abzocke. Was hat hier? Ich kann hier nicht helfen. Da brauche ich. Wird sicher eine andere Lösung geben. Bösewicht. Ne? Also ein imperiales Zeichen. So. Okay. Sieht ja aus. 21%. Boah. So wenig nur. Was sagt das da unten links neben Grievous? Weiß ich nicht. So, anheben. Damit kann ich doch bestimmt was machen, ne? Was war ich eigentlich schon? Kommt mir so bekannt vor. Da. Möchte ich mich da hochhängen einfach? Da hoch. Gungans haben sowas nicht. Das
So, ich wollte schon sagen. So, habe ich letztens gesehen, glaube ich, ne? Oh. Ist ja was? Nö. Oh, doch. Leer, ne? Die sind viel wert, ne? Respawn die Dinger mal wieder? Ich glaube ja, ne? Okay. Weil nicht. Hey, da ist noch jemand. Da war ich noch gar nicht, sehe ich gerade. Hat es noch nicht aufgedeckt hier. Es ist immer etwas beunruhigend, Truppen im Bezirk zu sehen. Die sehen nicht aus, als wären sie auf Urlaub hier. Ich frage mich, was los ist. Was für Truppen? Ja. Wir haben doch keine Truppe, oder? Wir haben noch keine Klonsoldaten. Wir kommen noch. Spoiler. Hm. Das läuft hier auch noch nichts herum, ne? Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich die Party alle nennen soll. Einfach irgendwelche Star Wars Zitate, ne? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Das Problem ist, ich habe die Folgen natürlich alle gesehen, ich habe die Episoden alle gesehen, aber ich, bei einigen ist das schon sehr lange her, ne? Und die Beine, bei einigen kenne ich, oh, ich sehe schon hier. Bei einigen kenne ich irgendwie noch die in den meisten Fällen die englischen Versionen nur von den ganzen Sätzen und so, ne? Diese ganzen Prequel-Memes zum Beispiel, ich kenne die alle nur auf Englisch. Da liegt ein Stein. Faszinierend. Der Stein, der unter der Treppe wohnt. Kann ich mal wieder was Neues holen hier? So Fähigkeiten. Steinchen anziehen, ja, ne, das, ne. Als andere ist irgendwie jetzt nicht so wichtig, ne. Jetzt kann ich die. Man könnte eigentlich sagen, ich tue die mit der Macht anziehen, ne, die Steinchen. Meine die ganzen Memes hier mit hier. Take a seat, young Skywalker. It's unfair. It's outrageous. Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Dinge auf Deutsch mal heißen. Das ist schon so lange her, dass ich die Filme durch mich echt irgendwie mal hingesetzt habe und die geguckt habe. Mein Kumpel Brahma hat. Ich habe schon so viele Memes und so immer noch gesehen. Gefährlichen Ort hinter seinem Laden versteckt, um Diebe abzuschrecken. Aber wenn ihr mich fragt, fordert der Dummkopf sie damit geradezu heraus. Oh mein Gott. Oh, guck mal hier. Die ist überfordert mich. Okay, dann geh weg. So, Gott, drehen. Cool. Nämlich irgendwie ein Honkai Star, da gibt es auch irgendwie so eine Art Puzzle. Man machen kann mit, warum hast du Schaden und die Beine, ja, und Honka Star gibt es auch irgendwie solche Puzzles, deswegen oh, okay, irgendwelche Dinger schon mal gewöhnt hier, wie funktionieren. Oh man, noch ein. Oder hey, ich bin einfach so da hoch. Gott. Okay. Wenn ich einfach hier so. Ah, geh hoch, bitte.
Okay, hoch da. Nein. Okay. Warum gehe ich hier auch hierfür? Okay. Eine wahre Kostbarkeit. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg war, mir hochzukommen, aber was soll's, ne? Ich glaube, da hätte man auch irgendwie hochgehen können. Bruh, wo bist du denn schon wieder, ey? Boah, Jaja hängt ja irgendwie vollkommen woanders rum. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch. Um einen kriegen wir noch 25%, ein Viertel. Boah, mir die ganzen Level noch mal rumzurennen, ne? Nachdem ich alle Charaktere habe, ne? Boah, was war denn das? Die Zunge. Das ist noch so ein bisschen unübersichtlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ja, was soll's. So, da haben wir noch unentdecktes Gebiet. Lass mal da kurz hingehen. Da drunter ist doch bestimmt irgendwann, ne? Pass auf. So, hier drunter, ich habe da was gesehen. Kann er eigentlich auch schießen? Ja, ne? Ja. Das war so verdächtig. Aber was ist das denn hier schon wieder? Kopfgeldjäger. Ah. Den muss man irgendwie was in diesen Dingern machen. Diesen Gittern, die haben wir schon öfter gesehen, ne? Jemand, für einige Sachen kannst du auch irgendwie nur eine bestimmte Gruppe an Leuten brauchen, ne? Jemand, für einige Sachen gibt es irgendwie so alternative Lösungen, ne? Für einige brauchst du irgendwie so ganz bestimmte Charaktere, ne? Um dahin zu kommen. Boah, jetzt muss ich erstmal wieder jemanden hier unterholen. Ah, perfekt. Ihr seid alle da, sagt mir doch. Was ist das denn? Was ist das? Datenkarte. What? Ach, das sind Sheets. Genau, die gab es ja auch im ersten. Stimmt. Kann man sich so Boni und so kaufen, ne? Ja, ich erinnere mich. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Typ, der ihn besucht. So, warum ist hier so ein Ding? Nimm das. Sagen wir 25%, wir haben 31. Was? Wie ist denn das passiert? Ist die Datenkarte so viel wert gewesen? Okay. So, ich finde, das ist ein relativ gutes. Lass mal zurück zu Nabu gehen erstmal. So, ich will erstmal zum Weltraum über Nabu. Ja, da sind noch 5 Dinger, die kann ich mir bestimmt voll einfach holen, ne? Also machen wir das. Und dann, wenn ich das schaffe, wenn mich das Spiel lässt, mehr oder weniger, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie Art Pod-Rennen noch mal offscreen machen, weil das ist dann eigentlich nur, weil ich werde jetzt nicht noch mal gesagt gesamte Minispiel machen, ne? Wird dann einfach nur das Spiel noch mal machen und dann alles einsammeln, ne? Geschichte hinter mir. Seh die AP da. Das sind die 5 Dinger, die mir gefehlt haben, ne? Anhalten, anhalten.
cool. Nice. Da sind wir ja fertig, ne? So, lass mal dahin gehen, ne? Zum See. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder. Wir haben jetzt ein paar neue Charaktere. Vielleicht können wir jetzt ein paar neue Sachen hier erfinden, ne? Dieses Bongo-Minispiel, da werde ich dann auch noch mal offscreen machen, ne? Weil ich muss einfach nur meine Augen offen halten, ne? Die Level hat man ja gesehen, ich habe es halt nur verpasst, ne? Ist nicht so, als müsste ich irgendwie so ein Geheimnis oder so finden oder so, ne? Wir sind schon mal extra dieses Minispiel aufnehmen. Man hat es ja schon einmal gesehen, ne? Ich muss halt nur besser werden. Na toll. Noch mehr unfreiwillige Hilfe für Leute wie euch. Ah, okay. Schlacht von Nabu. Oh, einfach so freigeschaltet, okay. So, hier sind noch 15 von diesen Steinen und 2 Charaktere. Ja, ne, da war ja so ein Ding hier, ne? So, ich nehme mal, du gibst mir nur. So. Was ist mit dir los? So, hier war irgendwie weit, aber da kam ich nicht vorbei. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, man, da können wir einfach noch nicht durch, ne? Ich will die Karte aufrufen. So also, groß ist das Gebiet jetzt ja auch nicht. Hier ist auch gar nichts. Hier ist nichts. Ja, da niente. Null. Plus 5 Sachen, immer noch nichts. Ich den erledigen. So. Stirb, du dämliches Vieh, stirb. Ich glaube nicht, dass ich den töten kann. Kann ich dich töten? Es explodiert. So. Oh, warte mal. Was soll ich sagen? Hier ist nichts. Hier sind noch so viele Sachen anscheinend, ne? Aber nichts für mich anscheinend. Gut, wirklich nach Gunga City? Bist du dir absolut sicher, du willst zu diesem Freaks hin? Dieses Spiel. Wo denn alle hin? Hier ist weit und breit niemand. Ich hoffe, dass Boss Nass noch hier ist. Auf in seinen Thronsaal. Stimmt, die sind ja alle geflüchtet irgendwo, ne? So, dann nehme ich mal, ich kann ja noch nichts machen. Konnte ich irgendwie mal abschießen oder so? Ich weiß nicht. Stimmt, jetzt sehe ich auch die ganzen Secrets hier auf den Dingern, ey. Das ist bestimmt einfacher. Wer so große Blase abgesperrt? So, gibt es irgendwann, was ich jetzt hier machen kann? Was mir vorher. Was mir vorher nicht möglich war. Ich weiß es nicht. So, ich kann wieder nur irgendwie bestimmte Art von Charaktere haben. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Deswegen machen wir erstmal in der Story ein bisschen weiter. Dass sich das wieder irgendwie aufmacht, ne? Das sind ja immer nur so ein paar Sekunden hier. Ist auch niemand. Wurden sie gefangen genommen? Vielleicht. Vielleicht sind sie auch geflohen. Na klar! Gungan versteckt! Wenn mit Schwierigkeit gehen an heiligen Platz. Mechanik sie dort nicht finden. Kommt! Na gut, dann gehen wir da ein. Halt. Da sehe ich irgendwas Verdächtiges. Ja, noch nie geöffnet.
Bringen wir das? Ich habe gedrückt halten. Aber ich bin leid. Auch hier. Mein Gott, du bleibst irgendwie nicht da. Okay. Auch noch eins. Ja, wo soll ich jetzt wissen? Wo soll ich jetzt wissen, welches davon ich hier machen muss? Welche Kombination ich jetzt hier drücken muss? Hm. Oder nicht? Wie viele Dinger sind das? Ah, ich weiß nicht. Gib mal einen Tipp, Kollege. Wo soll ich wissen, welche Nummer ich hier drücken muss? Leute. Okay, cool. So, was hier noch? Gedankentrick. Ja, jetzt erst aussteigen. Also ich nehme an, bringt mir halt jetzt 10 hier zu hypnotisieren. Ich brauche einen Druiden. Ich kann ja Charaktere, wenn ich wechseln. Mohan, na, und dann gehen wir zur, wo auch immer wir jetzt hin müssen, ne? Zu dieser, diesen Versteck von den, Gungans. Sicher nach wem anders. Gungans verlassen Otto, Gungan nichts wirklich, also müssen diese hier irgendwo sein. Ja, ich habe gerade einen gefunden. Zwar dich. Hey. Nein, dich wollte ich. So, hoch da. Ja, warte. Hallo. Nein, ich will schießen. Er sagt ja schon wieder, Mann. Mein Gott, ey, so viele Sachen, ne? Was soll ich denn sonst hier noch machen? Boah. Na gut, dann gehen wir hier weiter, nehme ich an, ne? Ich nehme an, das ist dann da im Sumpf, ne? Dieses eine Gebiet, wo wir noch nicht waren, ne? Davon gab es eine ganze Level in Jedi Power Battles damals. Geheimeingang gefunden. Wir brauchen Geheimschlüssel für heiligen Platz. Mixe weiß, Schlüssel ist hier irgendwo. Na wo denn? Den klatsche ich. Bitte sehr. What? Aber heftig, Futschi. Ihr seht reparieren und heiligen Ort betreten. Ich bin schon dabei. Das nennt man dann wohl Köpfchen.
müsste sicher Boss Nass hier sein. Was? Jar Jar Binks, du hast besser guten Grund. Wir bringen Fremde an heiligen Platz. Hallo. Sorry. Was hier? Hier ist nix. Hier ist irgendwas. Irgendwie ist ja nix. Nein. Nimm das. Geschichte fortsetzen. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Dobra Kwikuni Amidala. Ich bin Königin Amidala. Ich bin. Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Genau deswegen bin ich verwirrt. Wenn ich schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht. Wir werden Freunde. Warum sieht er eigentlich anders aus als alle anderen? Gehen wir zurück zum Palast. Haben wir auch schon immer gefragt. Das Rollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Ich hab schon immer gewundert, warum der anders aussieht als. Bist du denn? Die Ungans werden ihren Teil tun, aber wenn der Vizekönig entkommen sollte, kehrt er sicher mit einer weiteren Druidenarmee zurück, eure Ruf. Deshalb müssen wir sofort nach Seed und den Palast zurückerobern. Seed? Du kannst uns helfen, indem du dich versteckst und am Leben bleibst. Weil schon der Auserwählte und so, ne? Das kann ich wieder alles. Ich hatte schon, wenn ich hier so ein Loch mache. Ja. Oh, auf magischer Weise ist jetzt hier irgendwas und ich kann damit nicht interagieren. Boah. So, von Feed halten wir uns dann erstmal fern, würde ich sagen, ne? Boom. Ich sagen, wir gehen noch mal nach Otogunga, ne? Wirklich nach Otogunga reisen, ehrlich. Ich muss mal kurz wissen, wie man überhaupt noch mal dieses Minispiel machen kann hier mit dem Schiff und so, ne? Was hat nämlich nicht. Wir nehmen den Speeder und überhaupt den Palast zurück. Okay. So, einmal kurz gucken. Kann ich überall hin? Was? Ah! Warum nicht? Dann muss ich weiter in der Geschichte, nehme ich an. Genau, das ist so ein bisschen verwirrend, ne? So, warte mal, ich sehe da irgendwo Schlüssel und so. Ja. Na, wie komme ich denn da rein? Ich habe nur gesagt, irgendwann mit Druiden, ne? Jetzt wo, kannst du hier Sachen irgendwie aufmachen? Ich glaube nicht, ne? Dann muss ich das Minispiel mit dem. Nein, nicht. Na gut, dann gehen wir nach Feed. Wie komme ich von hier aus nach Feed? Gute Frage, ne? Ich komme danach, die ich weiß nicht, wo nach was für eine Logik das hier arbeitet. Ne? Man könnte meinen, jetzt wo ich irgendwie so mitten im Dings bin, mitten im, mal nicht so in so einem Zwischenkapitel, dass ich jetzt irgendwo durch die Gegend rennen könnte, überall, ne? Aber anscheinend nicht. Na, gehen wir mal da rein.
mal sowieso viele Sachen nicht auf Screen. Ja, schon mal da rein. Das war schon direkt ins Finale. Ne? Hey, yo. Okay, wir gehen schon direkt hier rein. Ja, weiß ich aber, als nächstes jetzt kommt. Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff. Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Das übernehmen wir. Wir gehen den langen Weg. Da geht's schon direkt los. Ich bin auch frei. Okay, geht schon direkt hier weiter. Oh nein! Ich nehme mal, wir machen Darth Maul noch platt. Sei wachsam und denke an deine Ausbildung, Obi-Wan. Mach zu, Maul. Okay. Weiß nicht. Komm mal hier raus. Zur Not. Kann ich mal hier aus Feierabend machen? Dann würde ich das gerne im nächsten Part machen. Gut. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, Maul kümmern wir uns im nächsten Part, ne? Dann danke ich euch alle fürs Zuschauen. Ich kann meine Augen nicht von ihm weghalten, ne? Ich hoffe, man kann die einfach so raus, ne? Level beenden. Kann man auch so machen, ja, ne? Mach mal so. Mach zu, Maul. Da kann ich vielleicht noch mal gucken, ob ich irgendwie hier diese Olanischen jetzt ja eigentlich dann. Bin ich da in Feed? Bin ich in. Ne, ich bin hier wieder. Ja, okay, ich habe nichts gemacht. Die Gungans werden ihren Teil tun. Aber wenn der Vizekönig entkommen sollte, kehrt er sicher mit einer weiteren Droidenarmee zurück, eure Hoheit. Deshalb müssen wir sofort nach. Mal gucken, ob ich dieses Minispiel mit dem Bongo noch mal finde, ne? Ich will auch helfen. Und dann machen wir von da aus. Nachdem ich das erledigt habe, dann machen wir nächstes Mal Darth Maul fertig, ne? Klingt nach dem Plan? Ja, okay, cool. Alles klar, dann sage ich hoppa la. Ein paar Sachen kaputt, ne? Mach mal die ganze Kultur hier von den Leuten kaputt. Habe ich genug Punkte noch und so für irgendwas? Ich habe 10 Punkte, dafür lässt sich doch schon irgendwie was holen, ne? Das hier, ne? Gut, dann hole ich mir das beim nächsten Mal, wenn wir hier 5 Dinger haben. Und ja, gut. Dann sage ich, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schließen wir dann noch die Story von Episode 1 ab, ne? Und dann können wir ja noch mal so ein bisschen durch die Gegend rennen und versuchen, Sachen zu sammeln und so, ne? Also ich hoffe, erstmal die Episode irgendwie so aktivieren muss oder so, ne? Ob sich das hier alles so teilt. Ich würde mal gerne wissen, wie das so abläuft, ehrlich gesagt. So mit den, wenn ich irgendwie eine neue Episode oder so spiele, ob ich dann irgendwie, keine Ahnung, ob ich dann noch mal irgendwie hier welcher sehen, keine Ahnung. Jedenfalls sage ich dann mal irgendwo hier bald auch noch was, womit ich R2 brauchte, ne? Irgendwo warte ich noch mal. Außerdem will ich mal gucken, wo ich hier mit dem Dings finden kann. Dann macht man also so viel Zeit, lässt sich noch ein reinpacken, ne? Im Moment kann ich die Charaktere noch wechseln und so, ne? Ja. Dann machen wir das noch ganz schnell, ne? Irgendwo habe ich doch ja was mit dem, ja, ne, hier mit dem wo ist es? Ich kann hier nicht. Okay, Partner, du kannst aber machen. Kann ich einfach Protokolldroide benutzen? Ein Astromech-Droide meine ich. Okay.
So geht's natürlich auch, ne? Aha. Das ist so ein Ding, das ich erstmal freischalten musste, oder? Rebellen. Das habe ich im Senat noch nie gesehen. So, guck mal, wie viel ich noch finden kann. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Bonk. So, geheim versteckte Rebellen. Es gibt schon Rebellen. Oh, sorry. Also eine Schelle. Sind das Oberkörper von Leuten? Da sind Oberkörper von anderen Leuten. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Droide, den ihr sucht. So, wo war nochmal mit dem? Jetzt bin auch zu ihm wechselt. Das ist der Ausgang. Ja. Bevor ich hier vorher gestorben ist und in den Abgrund gestürzt ist. So, das hier will ich noch. Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier Yum. Ich weiß nicht genau was. Zack, gib mir das. Meins. Was habe ich da gemacht? Wenn ich das nur wüsste, ne? Hey! Meine Güte, ist der schnell wieder zurückgekommen. Oh Gott, ist der schnell. C3PO, warum bist du nur da oben? So, irgendwann habe ich aktiviert. Ich weiß noch nicht was. Ne, aber irgendwas habe ich aktiviert. Schon wieder das hier. Gibt es ja mittlerweile so einen Hinweis? Nö. Habe ich nicht das aktiviert? Ja, ich weiß es nicht, Mann. Oha. Muss das Minispiel mit dem. Mit dem Bongo. Ja. Da, ne? Lass mich noch mal kurz eingehen. Dann war es halt auch. Ne? Ich denke mal, dann tun wir immer erst, weiß ich nicht. Wir versuchen immer erst irgendwie so eine Episode komplett abzuschließen und dann kann man noch mal durch die ganzen Level so kurz rumrennen und gucken, ob wir was finden. Ne? Ich meine, das wird sowieso irgendwie der Hauptbestandteil von. Von diesem Projekt, ne? Er ist ja drunter, oder? Hier. Sag. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Du glauben, du sehr clever. Ja, ich tue glauben, ich bin sehr clever. Was hat der mit dem Bongo? Ja. Da fehlt mir nur noch ein Ding, ja, da gibt's nicht. Na gut. Dann werde ich wahrscheinlich das offscreen machen, ne? Und dann. Gucken wir mal. Wie viel habe ich? 23%. Wie? Keine Ahnung, gut. Also klar, dann war's das. In der nächsten Folge machen wir dann die Geschichte weiter, kloppen uns mit Darth Maul, ne? Schließen dann wahrscheinlich Episode 1 ab, ne? Und. Ja, wir haben hier vielleicht noch ein bisschen umschauen, ob ich hier noch was finde, keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich nichts finden, aber gucken wir mal, ne? Und ja, dann sehe ich euch bei der nächsten Folge wieder bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga, ne? Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt, dieser Part und so, ne? Und sag dann ciao, bis zur nächsten Folge. Ja, schwert mir alle die Sicht. Ciao, bis zur nächsten Folge.